Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier in der Kategorie Mischstreuer euch hier einen coolen Mod euch heute hier vorstellen. Hier handelt es sich um den FMR, ja, N235/1. Es handelt sich um einen kleinen zweiachsigen Mischstreuer mit Drehschemel. Ja, kostet hier 6000 Euro und ja, Minimalleistung nur 525 PS. Also ist hier für kleine Maschinen hier geeignet, auch besonders hier für in Richtung, wenn man hier in die Nostalgie-Reihe gehen möchte, kann man den sicherlich auch nehmen. Hier eine Arbeitsbreite von 2 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit hier von 13 km/h. Also für kleine Sachen hier sehr gut geeignet. Ja, und ich würde mal sagen, wir schauen uns das gute Stück mal an. Das sieht schon mal hier in der Grundbasis einmal hier so aus. Hat ein Ladevolumen von 3,4 Kubik, ein 1,8 Tonnen Eigengewicht. Ja, und den Reifen drauf von Trelleborg, den AW305. Ja, kostet hier wie gesagt nur 6000 Euro. Miete sind wir hier bei 306 inklusive natürlich. Wir können den jetzt hier, also jetzt haben wir hier unten hier diese einfachen Felgen, dann können wir hier die verschraubbaren Felgen hier uns noch hinzufügen oder wieder hier die einfachen. Das finde ich ganz tolle Sache, das Ganze. Und ja, wir haben jetzt hier oben einmal normalen Mischstreuer, dann gibt es hier mit Bordwände, dann gibt es das Ganze wieder hier mit zwei Streuer hinten. Jetzt haben wir einen. Da gibt es jetzt natürlich einen Zweier natürlich. Dann gibt es das Ganze nochmal wieder mit aufgebaute Bordwände natürlich. Dann hier als einfachen Anhänger. Das ist, wo ich gesagt habe, finde ich ganz coole Sachen, dass man den für mehrere Sachen hier verwenden. Dann gibt es den mit Holzbordwände, dann hier mit Metallaufsatz, dann für Häckselgut das Ganze natürlich, dann natürlich mit Holzaufbau für Häckselgut. Also deswegen sage ich ja, es ist ein cooler Hänger. Ja, gehen wir nochmal ganz her, also auf Metallbasis und schauen uns das Ganze natürlich mal an mit Farbwahl auch. Wir haben jetzt hier dieses, also Positionslichter älterer Typ. Da gibt es den neuen Typ, wie wir hier sehen. Älter, neuer. Dann hier haben wir noch Aufkleberart. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier diesen Aufkleber in der Mitte, die 2. Dann hier mit 1B noch dabei. Und dann hier neuerer Typ mit BW dabei. Oder ohne natürlich. Man kann sich das so kaufen, natürlich, wie man gerne möchte. Dann hier können wir uns hinzufügen, hinten eine Kupplung. Da könnten wir beispielsweise hier zwei Hänger natürlich hintereinander hängen. Außerhalb beim Mischstreuer, glaube ich, ist das gerade vielleicht nicht ideal. So, dann hier können wir das Fahrgestell hier uns Beispiel hier also die Farbe aussuchen, wie wir natürlich gerne möchten. Bordwände, sagen wir mal, Beispiel möchte man rot haben. Oder wir können auch hergehen und sagen, ja, wir möchten hier so ein Grün. Das ist alles so Geschmackssache hier. Aufsätze. Gehen wir hier mal, das ändert sich ja nicht so besonders viel. Machen wir hier mal, jetzt mal hier in dem Blau hier. Dann hier können wir das Schild hier, die Wand hier uns einfärben. Auch natürlich noch. Felgenfarbe, ja, zum Beispiel so. Es ist jetzt nur als Beispiel, das kann jeder sich selber hier überlassen. Kennzeichen gibt es für diesen Vehikel leider keines. Finde ich ja ist auch nicht unbedingt notwendig. Wir haben ja hier unsere 25 km/h Tafel hinten drauf. Ja, ich habe das Ganze schon mal gekauft und schon mal, wie ihr seht, schon mal hier hingestellt. Mal auf, also hier Verschleiß hier gedrimmt das Ganze und Verschmutzung. Zwei Hänger habe ich hier euch so schon mal dargestellt. Das gute Stück ist hier mit Simple IC. Wir können jetzt hier das hier aufmachen. Sehen wir hier, ist animiert. Wir können es hier wieder zumachen und wieder aufmachen. Dann wackelt das hier rum. Wir können hier die Tafel ein- und ausblenden. Das ist schon mal ganz cool. Wir können hier den 25 km/h Aufkleber dann hier auch wegmachen. Wie wir sehen. Wir können hier unten hier ein- und ausblenden das Ganze. Dann können wir hier auf die Seite hergehen. Machen wir das hier auf. So, dann sehen wir hier hinter das Ganze.
Wir können das Ganze auch dann auch natürlich ausblenden, dann auch, jetzt muss ich mal schauen, wo ich den Button habe. Hier habe ich hier den Button. So, dann haben wir das Ganze wieder eingeblendet natürlich. Das ist eine coole, tolle Sache, was hier uns hier dieser Mod hier bietet, finde ich. Hier haben wir Beispiel hier unten. Mal schauen, was wir jetzt hier machen können. Also, das sehe ich jetzt gar nicht, was man hier machen kann. Vielleicht ist es für irgendeinen anderen Hänger vielleicht. Ich weiß ganz genau. Da passiert jetzt hier gar nichts. Okay. Oder... Ja, vielleicht liegt es auch daran, wenn er nicht angehängt, vielleicht ist, kann ja auch sein. Das ist ja wieder der Button hier für den 25 km/h Aufkleber. Hier in der Seite können wir hier die Verkleidung abmachen. Und dann natürlich wieder dran machen. Wir werden jetzt die ganzen Sachen mal grob mal testen. So, jetzt nehmen wir erstmal hier uns einen Miststreuer. Ich finde jedenfalls, es ist ein echt ein cooler Hänger. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir den mal anhängen. Also 25 km/h mag Minimalleistung. So, jetzt fahren wir mal einfach mal hinten mal hin und tun einfach mal das Streuen. Da kann man auch hier wegen der Ausbringmenge aktivieren, das Ganze her. Mit X können wir hier das Ganze natürlich hier mal ausklappen. So, dann klappen wir wieder mal ein. Das sind wir hier, da gehen die Rückleuchten weg. So, und dann sieht das Ganze mal so her aus. Also er ist hier sparsam, wie wir hier sehen. Wir machen hier doch relativ viel Fläche. So, und jetzt gehen wir mal her und schauen wir mal, was wir vielleicht doch jetzt hier vielleicht machen. Ah, jetzt dürfte es wahrscheinlich gehen. Hier können wir den Schutz rauf und runter tun. Das finde ich ganz coole Sache. Wir können jetzt hier das Gitter ein- und ausblenden auch, wie wir hier sehen. Also wir haben doch relativ viel, was wir hier bei den Trecker machen können. Also Entschuldigung, Trecker sage ich Miststreuer. So, jetzt gehen wir mal zurück. Schauen uns das Ganze nochmal an beim anderen Winkel. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich gesagt habe Trecker, weil ich einen Hänger hatte. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier mit den Abkippen hier ausschaut. Dann fahren wir natürlich über uns ein Silo. Aber jetzt schauen wir gleich hier mal unsere Blinker. Da brauchen wir nicht in die Nachtschicht gehen. Wie wir sehen hier, das funktioniert schon mal. Das ist normal Licht. Steigen wir mal aus. Dann sehen wir hier unsere Begrenzungsleuchten. Das sind ja auch die neuen jetzt dran. So her. Coole Sache. Bremslicht. So, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert hier mit den Abladen. Also Steuerung I machen wir mal gleich. Das sieht dann nachher so her aus. Er ladet, wie wir sehen, hier langsam ab. Und unten, wie wir sehen, hier die Stangen sind hier animiert. Er ist sehr langsam, wie wir sehen, hier damit. So, dann fahren wir mal die eine Runde.
Fehlt nur noch, dass man mit denen hier als Ladewagen verwenden könnte, finde ich, um ehrlich zu sein. So, wir lassen den auch mal hier. Mal schauen, ob ich ihn anhängen kann. Ja, ich bin hier jetzt nicht drauf genug. Erstmal einen Schluck. Oh, mein Kaffee ist schon kalt, also werde ich noch schöner. Ja, mir extra einen Kaffee genommen, wo ich jetzt im Computer bin. So. Der andere wird genau gleich gehen. Jetzt nehmen wir hier natürlich einen Hänger. Mal schauen, welcher es wird. Ich glaube, es wird ja mit der Holzbordwand. Den finde ich wirklich, sagen mit der Holzbordwand irgendwie schick. So, jetzt schauen wir, wie der da hinten abladen tut an. Dann werden wir nochmal schauen, ob ich das irgendwie gebacken kriege, dass ich den so an der hänge. So, das sind wir hier, also ich kann hier einfach abladen mit I. Wir haben auch keine Abladeseite, es wird wahrscheinlich hinten sein. Er lädt halt so her ab, wie wir hier sehen. Ja, ich würde mir wünschen, wenn es abladen würde, von oben nach unten gehen. Er tut ja auch nicht nach oben her, wie wir sehen, hier abdrücken oder sowas auf die Richtung. Das kann er nicht. Das ist halt so ein normaler Hänger. Aber wir haben in der Seite gesehen, hier die Verriegelung ist auch animiert. Jedenfalls, ich finde ihn so gesehen sehr schick. Mach mal weiter, ich möchte weiter. So. Wie gesagt, also wir können das hinten einklappen, die Rückleuchten. Zeigt das nach unten. Da sehen wir hier, also der Schein, das Ganze ist in der richtigen Transformkorb drin. Das ist optimal, ich muss wirklich sagen, also der Mod auf der Richtung her geht in die Kategorie, für mich schon mal, ja, empfehlenswert. Jetzt werden wir nochmal hier schauen, ob ich den doch irgendwie hinkriege. Ja, ich kann den Weichler anhängen, wie wir hier sehen. Ups, muss die falsche Kontrollgruppe. Aber mal sehen, wir haben hier hinten leider halt keine Kontrollleuchten, aber Entschuldigung. Komm, ich komme auf Kontrollleuchten. Scheiße. Aber ist egal. Fehler passieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Dynamische Schläuche. Das geht also jedenfalls nicht so her. Aber ich finde jedenfalls, der Hänger ist echt cool gemacht. Muss man wirklich sagen. Schauen wir uns ja noch die Lok an. Da sehen wir hier, die Lok selber ist ja hier lokfehlerfrei. Man kann hier an diesem Mod hier nichts aussetzen. Da oben habe ich hier noch den MCZ Belarus, was ich euch gezeigt habe. Und hier unten drunter, hier kommt der andere Mod. Also der Mod ist hier lokfehlerfrei. Ist nach meiner Meinung her für Leute, was mit kleinen Geräten und das hier spielen möchten, hier empfehlenswert, weil das ist ein Hänger All-In. Man kann hier fast alles machen, also außer ein Ladewagen ist es nicht. Und ein Milchtransporter ist es nicht. Aber du kannst den hier verwenden. Ja, für einen Ballentransport kannst du ihn auch nicht verwenden, wie wir gerade sehen. Ja, hier ist der Attacher für den Punkt hier für das Gitter. Also für Simplicity natürlich ist das hier gemeint. Also ich finde es echt cool. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn euch natürlich hier mit Pleiten, Pech und Pannen, so wie es passiert. Ja, ich bin den 1. Mai vorgefeiert auch schon. Ja, heute ist ja auch schließlich hier der 30. Morgen ist der 1. Mai. Ich jedenfalls, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und genießt den Montag, den 1. Mai, den Feiertag. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.